Hallo, ich bin's wieder. Herzlich willkommen heute zu einem Figur-Workout. Wir trainieren heute Bauch, Beine und Po, aber natürlich auch Arme und Schultern, denn die sind auch wichtig für eine wohlgeformte Figur. Ich nutze 3 Kilo dazu, den Topanga, also hol dir ihn, wenn du ihn hast. Du kannst ihn aber auch, wenn es zu viel wird, jederzeit weglassen und wenn du keinen hast, dann einfach ganz ohne mitmachen. Am Anfang legen wir ihn sowieso mal zur Seite, wenn wir uns jetzt warm machen. Wir atmen da ganz tief ein, beide Arme nach oben und nochmal so richtig aus und fallen lassen durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Zweimal noch ganz lang ziehen und letztes Mal streck dich nach oben in Richtung Decke, rechts und links, Handgelenke, Handflächen, durchblute deine Muskulatur, mobilisiere deine Wirbelsäule. Lass dann deine Arme nochmal so richtig auslockern, ausschütteln nach unten deine Handgelenke und geh am Platz. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Denk gleich mal an deine Aufrichtung, denn die ist auch wichtig für eine noch schönere Figur. Wenn wir uns aufrichten, strafft sich der Bauch und die Schultern wirken auch etwas breiter. Und natürlich ist es auch wichtig, wenn wir Nackenverspannungen haben, dass wir uns aufrichten, dann werden auch die etwas besser. Und lass deine Schultern ganz locker mal nach hinten kreisen. Einmal rechts, links im Wechsel. Wir mobilisieren und machen uns ein bisschen warm. Mal beide Schultern gleichzeitig nach hinten. Die Ellbogen wieder größer werden, locker schwingen. Und nochmal ganz ohne Arme und du ziehst deine Knie nach oben, rechts und links im Wechsel. Möglichst so, dass du noch aufgerichtet sein kannst im Rumpf. Hüftgelenksmobilisation. Und jetzt nimm gleich deine Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie, dreh deine Wirbelsäule mit. Lass nochmal locker, ohne Arme und roll deine Füße ab am Platz. Von der Fußspitze auf die Ferse, Arme schwingen. Du kannst auch nur die Fersen heben, mach die Bewegung so groß, wie es für dich okay ist. Und variiere jetzt mal, öffne gern mal die Beine, nimm mal ein Bein nach vorne, mal das andere Bein nach vorne. Einfach variantenreich dich bewegen. Schon ein bisschen wärmer. Gut, komm wieder zurück, locker dich aus, rechts und links ausschütteln und dann holen wir mal den Topanga, wenn du einen hast, mit geradem Rücken, Gewichte wirklich mit geradem Rücken aufheben und einmal um deine Schultern hängen. Ich halte ihn jetzt rückfest wegen dem Mikro, ansonsten kannst du die Arme natürlich auch lösen. Wir kommen in die Grätsche. Knie nach außen, in Richtung Fußspitzen, Bauch spannen und nun geht's los. Wir trainieren als erstes mal unsere Beine, straffe Beine. Gehen dafür tief in die Hocke, also das Gesäß wirklich absetzen. Bleib mal so. Zeigst den Wurf mal von der Seite nach hinten. Oberschenkel in die Waagrechte, genau. Oberkörper aufrecht. Jetzt kommst du hoch, ziehst dein linkes Bein zum rechten und versuch, deine Innenseiten zu aktivieren, Innenseite, Oberschenkel. Nochmal tief und dann ziehst du dein rechtes Bein zum linken. Innenseiten, gut, nochmal tief und hoch. Jawohl, ganz bewusst oben zusammenziehen. Abrollen die Füße. Aufrechten Oberkörper und kraftvoll zusammen. Leise abrollen.
Acht noch. Sieben. Sechs. Mach das gerne in deinem Tempo. Vier. Drei. Zwei. Einen. Bleib jetzt unten. Drei kleine. Eins. Zwei. Komm hoch und zieh. Eins. Zwei. Drei. Komm hoch. Ich spüre schon was. Du? Rück mal in den Kommentaren was hinterlassen, dass ich weiß, wie es dir so geht. Während dem Workout oder auch nachher. Vielleicht auch am Tag danach. In den Seitenoberschenkel natürlich auch dabei jetzt. Den Atem fließen lassen. Und noch einmal etwas schneller auf eins. Einmal. Acht Stück. Sieben. Sechs. Fünf. Po fest. Vier. Drei. Zwei. Und ein letztes Mal. Halt unten. Bleib hier. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Und hochdrücken. Auslockern. Super. Beine einmal auslockern. Topanga nehmen. Puh. Komm eins weiter nach unten. Zuerst mal auf deine Knie. Nimm den Topanga um deine Hüfte. Muss ganz schön schnaufen. Natürlich, wenn große Muskelgruppen beteiligt sind, brauchen wir viel Sauerstoff. Hände sind jetzt unter deiner Schulter. Zieh dich hier aus deinen Schultern raus. Hol deine Bauchdecke nach innen und versuch jetzt mal rechts und links erstmal zu strecken. Oberkörper, Oberschenkel in einer Linie. Und wenn du möchtest, mit oder ohne dem Gewicht. Und jetzt zieh dein rechtes Bein Richtung rechten Oberarm. Nimm deinen Blick mit. Komm wieder zurück. Einatmen. Ausatmen links. Und ein. Aus. Körpermitte arbeitet, Bauch und Rücken, Armkraft, Stützkraft natürlich, Schultern. Und mit Zusatzgewicht wirst du merken, können wir richtig effektiv trainieren. Geh noch acht. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und absetzen. Handgelenke auslockern. Super. Das war deine Körpermitte. Komm eins weiter. Den Topanga drehst du. Einfach eine Vierteldrehung. Kommst auf deinen Ellbogen. Zieh dich aus deiner Schulter raus. Unterschenkel zurück. Einmal dein Becken anheben. Schau, dass der Ellbogen wirklich unter der Schulter ist. Und jetzt streck dein oberes Bein. Spann den Bauch an. Die Hand hierher. Und jetzt hebst du dein Becken hoch und wieder in die Diagonale zurück. Also hoch. Tief, schräge Bauchmuskeln. Geht noch. Fünf Stück noch. Fünf, vier, drei, zwei, einen, absetzen, Schulter lösen, Topanga um dein Fußgelenk vom oberen Bein, unteres Bein rechtwinklig angezogen und jetzt rollst du dich tief, streckst dein oberes Bein wirklich lang.
unter der Taille vielleicht ein bisschen Luft. Dein Becken hier ist senkrecht. Und hebe und senke das Gewicht. Außenseite Oberschenkel. Hier ist ganz ruhig. Bauch ist fest. Jetzt schon schwer. Bleib oben, kleine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal langsam hoch. Ansonsten geht es auch ohne Gewicht, aber natürlich ist es schon intensiver, wenn wir ein bisschen Gewicht dazu nehmen. Nochmal kleine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und noch eine Runde. Schau mal, dass du hier Luft hast unter der Taille. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die letzten 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 und geschafft. Hochdrücken. Einmal aufsetzen. Lass mal ganz locker dein Po ausruhen. Wir kommen einmal zum Sitzen. Eine Runde Po entspannen. Dafür aber den Topanga nehmen oder deine Hände schließen. Richte dich auf am Brustbein, setz dich jetzt ein Stück zurück, darfst den unteren Rücken leicht abkippen lassen. Deine Arme vor den Körper, Bauch fest, Brustbein gehoben. Und jetzt tust du so, als würdest du ihn einmal rechts ablegen und einmal links. Schräg nochmal. Gerade Bauchmuskulatur, die dich hier hält. Wenn du das Gefühl hast, dir wird es zu schwer, Gewicht weg. Geht noch. Wenn du möchtest, hebst du das Bein, wo du dich hindrehst, ein bisschen an und wechselst. Endspurt. Wenn du das Gefühl hast, du bist heute richtig fit, dann nimmst du beide Beine nach oben und versuchst sie schweben zu lassen. Brustbein heben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und entspannen. Und wirklich gerne einfacher bleiben, sieht unser keiner. Also wenn du merkst, wird dir zu viel, Bein unten lassen. Einmal auf die andere Seite. Angefangen haben wir hier. Ich habe es nicht vergessen. Unterschenkel zurück. Ellbogen unter die Schulter. Zieh dich raus aus deiner Schulter. Bauch gespannt. Einmal Bein strecken. Hand hinter den Körper und los geht's. Hoch und tief. Aus der Diagonalen. Geht noch. Bauch festmachen. Nicht tiefer. Halte nochmal oben. Halte, halte, halte. Und ablegen. Kurz beide Beine ranziehen. Oberes Bein beschweren. Einmal runterlegen. Kopf ablegen. Fußspitzen so ein bisschen anziehen.
Wichtig ist wieder Becken steht senkrecht, unter der Taille Luft. Spür jetzt schon was. Und dann hebst du erstmal langsam. Hier festbleiben. Und kleine oben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nochmal langsam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kleine oben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halte nochmal. Denk nochmal an die Luft. Und die letzte Runde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die letzten kleinen. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2 und geschafft. Puh, einmal hochdrücken. Gesäß kurz mal entspannen, die Außenseite. Dreh dich einmal um. Nimm das Gewicht nochmal mit. Oder wie gesagt, ohne. Ich rutsche nur mein Mikro ein bisschen. Oberschenkel fassen, abrollen. Beine kurz mal auslockern. Letzte Übung für die Rückseite. Schwingst du das Gewicht um deinen Unterschenkel. Zieh dein Knie nah zu dir ran. Der linke Fuß schiebt in den Boden. Hände und Arme locker, Schultern locker. Und jetzt drückst du richtig in den Boden. Lässt dein Knie ganz nah angezogen. Und schiebst ein kleines bisschen dein Becken hoch und tief. Rückseite, Oberschenkel, Gesäß. Bleibe jetzt auch hier wieder ganz kleine oben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nochmal langsam. Knie angezogen lassen. Nochmal kleiner. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allerletzte Runde. Und 10, 9. Es darf brennen. 7, 6, 5, 4, 3. Oben sind wir ganz locker, oder? Die letzten kleinen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker. Wenn das nicht effektiv ist, einmal ausschütteln. Zieh gleich mal in die andere Seite ran, häng dir den Topanga rum oder zieh einfach nur dein Knie ran. Ist auch schön entspannend, gleich mal für den Po. Und der rechte Fuß steht am Boden. Arme locker. Schieb in den Boden, heb dein Becken an und von hier langsam erstmal. Die Ferse ist unterhalb vom Knie. Nicht zu eng den Winkel im Kniegelenk. Und kleine, erste Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und nochmal langsam hoch. Und nochmal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, letztes Mal und hoch und tief.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die allerletzten kleinen. 10, 9, 8. Nochmal festschieben. 4, 3, 2, 1. Locker. Geschafft. Sehr schön. Einmal den Topanga zur Seite legen. Beine auslockern. Super. Kreuz gleich dein rechtes Bein über dein linkes. Schieb deine linke Ferse zur Decke. Vielleicht kannst du die Fußspitze zusätzlich noch ranziehen. Drück das rechte Knie ein bisschen nach außen. Müsste schon angenehm sein. Geh in den Po. Gleich nochmal lösen. Andere Seite. Links kreuzt. Und rechts zur Decke. Fußspitze anziehen. Das linke Knie ein bisschen nach außen drücken. Und dann müde auflösen. Mal beide Beine ranziehen, fasst die Fußgelenke und drück mit deinen Knien die Ellbogen, mit deinen Ellbogen die Knie so ein bisschen auseinander. Spür die Innenseiten. Komm nochmal langsam zur Mitte. Ein Bein aufstellen. Mit dem anderen Bein zieh dich hoch. Komm einmal eins weiter, so dass du im Vierfüßlerstand bist. Und jetzt nimmst du ein Bein nach vorne. Das andere Bein schiebst du mal ganz weit nach hinten. Leg deinen Fuß ab, versuch hier richtig dein Becken vorzuschieben. Und wenn du möchtest, gehst du auf die Ellbogen, kannst aber auch hier bleiben. Rutsch deinen vorderen Fuß ein bisschen näher zu dir ran und geh auf die Außenkante. Jetzt kannst du zusätzlich noch mit der Hand das Knie nach außen wegdrücken und dich so ein Stück in Richtung Decke drehen. Mach deine Hüfte auf. Lass nochmal locker. Gleich nochmal Seite wechseln. Anderes Bein nach vorne. Dein Bein hinten richtig zurückschieben, so weit wie möglich. Du kannst auch hier mal auf die Ellbogen tief gehen, wenn du möchtest. Oder du bleibst hier. Zieh dich aus den Schultern raus. Und hol deinen Fuß jetzt ein bisschen weiter nach innen. Und dreh dich nach hinten auf. Und dann langsam wieder zur Mitte zurück. Nimm dein Bein nach hinten. Beweg deinen Rücken nochmal so weit, wie du möchtest, nach oben, nach unten. In allen möglichen Varianten. Komm auf die Füße. Streck deine Beine, weit du kannst. Kopf ist ganz entspannt. Dann beug deine Knie, stütz dich auf und roll dich ganz langsam nach oben zum Stehen. Fleißig. Locker nochmal deine Schultern aus. Ich hoffe, du hast auch Beine, Po, Arme, Schultern gespürt. Nimm deine Hände hinten zusammen. Die Schultern dehnen wir noch ganz kurz. Arme zur Decke schieben, Brustbein heben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir unten oder einen netten Kommentar. Ich versuche auch immer zu antworten. Wenn ich es mal nicht schaffe, nicht böse sein, aber ich denke, ich schaffe es schon. Nicht sofort vielleicht. Wenn du Lust hast, lade Freund oder Freundinnen ein, sich mit uns zu bewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner ist es natürlich. Lass nochmal locker. Schüttel richtig aus. Atme ein, mach dich ganz lang.
dehn deinen Bauch. Den haben wir gequält. Löse nochmal. Und ein letztes Mal einatmen, öffnen dann deine Arme. Ellbogen zurück. Stolz und aufrecht. Fleißig. Atme ein und atme aus. Entspanne dich. Sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Freue mich immer, wenn du dabei bist. Wenn du Lust hast, gerne mal unten auf mehr klicken. Macht sich noch eine Seite auf mit Informationen, die dich vielleicht interessieren. Wenn du möchtest, geh mal auf meinen YouTube-Kanal. Da habe ich auch die Videos schon in Playlists geordnet. Also hast du schon so ein bisschen Ordnung, zum Beispiel Wirbelsäulengymnastik, Bauchbeine, Po, Fettburner. Also da habe ich die Videos schon etwas zusammengefasst. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Workout. Ich freue mich.